Im Sommer 1989 haben wir unsere erste CD Twilight aufgenommen. Und zwar haben wir die noch beim Jörg Oswald in Uetendorf recorded. Ihr seht jetzt ein paar Ausschnitte, wie das so etwa zu und her geht, so bei der Aufnahme. Und dann im Herbst, da ist etwas Wunderbares passiert. Wir haben auf die Stadt dürfen. Im September haben wir zu einer Welcome Party von der Country Night Gstaad dürfen spielen. Und zwar hat es dort Superstars gehabt, unter anderem die Loretta Lynn. Spontan haben Ursula und ich am Sonntagnachmittag auf die Bühne dürfen. Das war etwas, das wir auch nie vergessen, speziell für die Ursula. Also mit einer wunderbaren, guten Country Lady zusammen dürfen singen. Ihr seht einen Ausschnitt aus dem unvergesslichen Sonntagnachmittag 1989 im September. Also wie man hier sieht, im Schild hier sind wir beim Oswald Jörg, in seinem Tonstudio. Wir sind gerade dran, unsere zweite Längsspielplatte aufzunehmen. Wir sind also die Rodeo Ranges, Country Band. Hey. Hello, Ursula, bist du weg? Hast du deine Stimme ein bisschen gehört am Morgen? Da hängen wir noch den Rebi. Ja, ich bin auch so. Rudi, du den Durstlöschen vor dem Spielen. Papo, du bist im Strumpf. Schau nicht rein. Wenn du auf die andere Seite willst, schauen, was das Kaschoki-Bild. Du mal da so ein bisschen. Sag mal, ja. Nummer 25.600. Ja, super. Freust dich? Bist du weg? Hast du gut geschlafen? Nicht so gut. Nicht so gut. Du warst ganz nervös, gell? Ja, nicht einmal. Nicht einmal. Das war auch der Vollmond. Also, und wo ist denn der Rudi? Hast du die Zeitung gelesen schon? Etwas da rein. Blick, Seite, Girl, 3 Nummer. Ja, die jüngste. Aha, Katastrophe. Das kannst du nicht, schon vorher Seite 3 schauen. Eben, gell. Also. Gibt's da auch Brogi? Ja. Los, kennst du? Aha. Kennst du den Song? Yeah. Du mal spielen. Irrsinnig machst du das. Also, wir sind hier im Regieraum. Also, was man jetzt hier hört, sie sagen dem der Boden, das ist Schlagzeug, Bass und Rhythmusgitarre und die Ursula hat eine Pilotstimme drauf gesungen. Also, die Stimme ist natürlich noch nicht endgültig, das ist klar. Aber sie ist schon schön. Welche könnte noch besser? Ja, nicht viel, aber wir probieren. Das ist auch ein Rutle. Qualität zu tun, wenn eine Stimme nicht hat, hat sie sie nicht. Ja. Oder? Da ist nichts zu machen. Oder? Dass der den produzieren kann? Ja, warum tut er den produzieren? Warum? Das ist eine Produktion mit irgendjemandem. Ist auch für ihn wieder etwas, was kann Geld bringen. Ja. Und der Jan Hirmeier, der falsch singt, drei und Stück, wo alle sind falsch waren. Super Musiker getroffen und alles. Ja. Der ist so frappant, der Unterschied zu tun. Der geht für jeden Eingang und für jeden Solo. Wenn er dir bekommt. Ich sage nicht mehr, es wird alles aufgenommen. Dann geht er noch mit dem hinten durch zum Brack und sagt, schau da, John, sie haben wieder über dich geredet. Alles böse. John, ich wollte schnell kommen. Ist okay, drei Stück haben wir. Das ist schon viel. Ne? In zwei Stunden, drei Songs. Was sagst du dazu, Bruno? Nein. Sorry, ich möchte mich noch entschuldigen. Für was? Ich weiß es
Rechte drauf müssen. Du musst löschen. Was? Aha, er ist am Filmen. Da können wir bluffen. Ja. Fahren sie einfach auf den Weidantrieb ab und so. Kein Gas drin? Oh, und dann hat alle da. Ich sehe da auf die Löcher nicht. Was wären sie die zwei? Hast du ja da auf die Löcher gesucht, dass sie das Gas eingefüllt haben? Ich sehe die nicht. Ja, das ist 100 dB. Also hier sieht man den Rebi im Spielen. Hören tut man ihn nicht. Er hat natürlich seinen Bass eingesteckt. Aber er gibt sich alle Mühe, dass das Rap mir auf die Uhr kommt. Die Musik, was sicher ja zu ihr passt, oder? Ich brauche die Musik, heisst das. Das gehört einfach zur Ursula, zu ihrem Leben. I need the music.
so sorry, but I'm not wrong. I am a woman who needs the music like a child who needs to play. I need it for living, yeah, like a rose. Das ist jetzt unsere Sängerin, die Ursel mit der Stella Parton, die Schwester von der Dolly Parton. Wir hatten Freitagabend eine Party und da hat der Rodeo Rangers für uns gespielt. Loretta und Ariane waren auch dabei. Und Loretta hat gesagt, Marcel, wieso geht ihr auf Amerika, geht auf Talent zu suchen? Ihr habt die besten Talente in der Schweiz. Loretta hat so viel Freude an Ursula, dass sie etwas gemacht hat, was sie noch nie im Leben gemacht hat. Sie hat gefragt, dass sie auf die States kommt, und für euch etwas singt, sehr talent sind, und nachher mit der Loretta. Und ich werde für Ursula einen riesen Applaus geben. I'm gonna
Loretta, thank you very much. I'm lucky to let us play on stage. We really appreciate done great. It. Yeah. Done great. Hey, take the towel. We're going to throw in the towel. I'm going to Coca-Cola. You can say, yeah. No, that's not what. Yeah, keep it. Oh, yeah. Don't drink it. It's good. Yeah, yeah, yeah. It's a lot. Okay, now one this morning. Huh? Yeah, okay. The three of us. Oh. Okay. Yes, you don't. A lot of cameras. The green light. We're halfway down. The green light. Yeah.